Hallo du, ich freue mich, dich hier wieder begrüßen zu dürfen zu meinem ersten Eindrücke-Video des neuen The Sims 4 Gameplay Packs. Ja, gestern um 19 Uhr wurde Wellness-Tag offiziell auf Origin released und ich habe es mir nicht nehmen lassen, für euch ein wenig in das Gameplay Pack hineinzuschauen und euch ein knappes, naja, kurzes, auch nicht wirklich, um euch ein informatives Video dazu zu machen. So rum. So, ja, wie wir wissen, ist ja ein Gameplay-Pack nicht dasselbe wie ein großes Erweiterungspack und ein kleines Accessoire-Pack oder ein ganz normales Accessoire-Pack. Es ist so ein Mittelding daraus. Und in diesem Falle hier, wie der Name es schon sagt, steht der Wellness-Tag im Vordergrund, beziehungsweise Wellness-Urlaub, Wellness-Tag, da kann man, glaube ich, sagen, wie man möchte. Und ja, ich fange jetzt aber erstmal in der Basis an und wie ihr das von meinen anderen Videos eventuell kennt oder auch nicht, wenn du neu bist, hallo. Ich fange immer erst mit den Damen an und zeige euch, was es an neuen Frisuren und an neuen Kleidern gibt. Und ja, das Gameplay-Pack hat mich nicht sonderlich überrascht, muss ich sagen. Also ich habe damit gerechnet, dass es keine aufwendigeren, exotischen oder extravaganten Kleider gibt, sondern ich habe tatsächlich mit dem Ergebnis hier gerechnet. Und zwar ist das Pack sehr leger und locker, was die Kleidung angeht. Und das, finde ich, passt perfekt einfach zum Motto. Denn wir haben sowohl neue, also einen neuen Bikini als auch einen neuen Badeanzug, aber wir haben auch ganz viele neue Sportsachen. Und ich habe innerlich gejubelt tatsächlich, als ich mir die neuen Sachen angeschaut habe, denn erstens, ich finde sie nicht hässlich. ja, Geschmack ist immer so eine Meinungssache, aber ich persönlich finde die neuen Sachen ganz und gar nicht hässlich. Ich mag sie sogar sehr gerne und ich habe mich gefreut, dass es endlich neue Sportsachen gab, denn die wir aktuell haben, die fand ich jetzt nicht so überzeugend. Und jetzt haben wir wirklich meiner Meinung nach auch sehr, sehr schöne neue Sportsachen, die auch ein bisschen Farbe und schönere Formen haben, ein bisschen mit Farben spielen und auch halt modern aussehen. Und ich finde, das passt halt wirklich perfekt. Es ist eine lockere, legere Kleidung, die perfekt zu so einem Wellness-Tag passt. Denn wir machen ja Yoga und wir meditieren und da brauchen wir ja was Bequemes oder sollten wir jedenfalls was Bequemes anhaben, würde ich meinen, damit wir uns ganz und gar wohlfühlen. Ja, was die Frisuren angeht, bei den Kindern habt ihr gesehen, gab es nur den Kopf mit in einem Turban halt, ne? Auch entsprechend so Sauna-Feeling und so. Ansonsten gab es da keine neue Frisuren, nur diesen Sportanzug, den die Kleinen da noch hatten. Bei den Frauen gibt es insgesamt 5 neue Frisuren, die mir an sich recht gut gefallen. Vor allem dieser seitliche Zopf, den ich hier bei meiner Sim-Dame gerade habe, der ist wirklich für mich. Ha! Es ist wirklich ganz toll. Also ich finde die Frisur super. Das Einzige, was mir jetzt persönlich nicht gefällt, sind die Schuhe. Das ist halt auch so eine Geschmackssache. Ich finde solche hohen Sportschuhe immer ein bisschen, ja, strange. Das ist nicht mein Stil. Also ich habe lieber, dass die direkt da unten beim Knöchel dann herumturnen. Nee, aber ansonsten muss ich wirklich sagen, die Kleidung von den Frauen gefällt mir sehr, sehr gut. Die Schuhe, ja, kann man sich drüber streiten, ob das einem gefällt oder nicht. Aber ansonsten so die Sportbekleidung, die finde ich richtig cool. Und auch der neue Bikini bzw. Badeanzug trifft meinen Geschmack. Bei den Männern, leider gibt es für die kleinen Jungs keine Frisur, überhaupt nicht. Auch für Teenager und Senioren und so weiter gibt es nichts, weil wenn es das gäbe, würde ich es hier zeigen. Also nicht, dass ihr jetzt nachfragt, gibt es was für die Kinder noch oder noch für die Teenager speziell? Nein, gibt es leider nicht. Bei den Männern, da hatten wir sehr exotische Sachen. Also ich musste doch sehr grinsen. Also klar, auch viele Sportsachen, auch ein bisschen länger. Gibt aber auch so Muskelshirts. Aber dann gab es ein Shirt, was mich irgendwie so ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat und wo ich einfach nur grinsen musste bis über beide Ohren. Und das ist das, was ich gleich zeige. Ihr seht es vielleicht schon. Ja, genau dieses Shirt. Also ja. Es ist vielleicht gewöhnungsbedürftig. Also ansonsten finde ich die T-Shirts okay. Dieses Zeichen, dieses Mondkreiszeichen, das sieht man noch häufiger einfach in diesem Add-on hier. Das ist auch in den Gemeinschaftsgrundstücken integriert. Das ist auch auf einigen Objekten draufgeklatscht. Das fand ich eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, ja, bei den Männern immer mal wieder ein bisschen weniger und auch jetzt nicht
so mega hübsche Sachen, aber sie erfüllen ihren Zweck meiner Meinung nach. Neue Badehose gibt es auch und dementsprechend war ich da auch zufrieden. Also wer dieses Gameplay-Pack kauft in der Hoffnung, dass er coole neue Klamotten bekommt, der sei an dieser Stelle vorgewarnt. Es sind wirklich nur sehr legere, lockere Sport- und Freizeitbekleidungen und ein Bademantel halt noch drauf. Und das war es eigentlich schon. Also Kleider und so solltet ihr jetzt nicht unbedingt erwarten. Also klar, es gab ein Kleidchen, aber das war jetzt nicht so irgendwie High Fashion oder so. Also es ist halt das Motto entsprechend, ne? So, und jetzt haben wir auch gleich die Männer auch schon durch. Und dann zeige ich euch schon direkt die neuen Möbel und Kaufgegenstände, die es gibt. Natürlich hier nochmal die Ankleide, ja. Aufgepumpt heißt das, herrlich. So, die neuen Möbel und Dekogegenstände. Da bin ich, wow, sehr, sehr positiv überrascht. Also, ich muss wirklich sagen, das sind bisher mit die schönsten Möbel im Spiel tatsächlich, muss ich einfach mal gestehen. Also ich stehe total auf die neuen Möbel und Dekogegenstände, vor allem die Dekogegenstände, aber die zeige ich gleich nochmal ein bisschen intensiver. Jetzt erstmal seht ihr hier gerade die voreingerichteten Räume, die ich natürlich immer mal wieder zeige, sodass ihr euch so ein bisschen orientieren könnt. Okay, was ist, wenn ich jetzt da nicht so ein Ding bauen möchte? Dann könnt ihr euch diese vorgefertigten Räume aufstellen, ganz easy peasy. Da ist eine Sauna dabei, da war ein Raum, so ein küchenähnlicher Raum, da ist ein Fitnessraum, da gibt es einen Massageraum und so weiter und so fort. Also ihr müsst euch da eigentlich gar nicht bemühen, sondern könnt tatsächlich dann hier die vorgefertigten Räume nutzen. Aber müsst ihr natürlich auch nicht machen, könnt ihr. Ist immer so ein, ne, nichts muss, alles kann. So, ich muss aber wirklich auch sagen, vor allem jetzt dieser Saunaraum hier, der blieb mir sehr, sehr positiv in Erinnerung. Denn, ich weiß nicht, ich mag die Wandfarbe total. Die Wandfarben sind wirklich schick geworden. Also die sind auch so viel Holzpaneele, also passt super auch halt einfach zu diesem rustikalen Holz-Saunastil, finde ich. Also da kann man wirklich ganz, ganz tolle Sachen machen. Und man hat hier wirklich so eine Oase der Ruhe. Und das finde ich ganz, ganz super gemacht. Also das, allein diese vorgefertigten Räume gefallen mir schon so unglaublich gut. Aber wir gehen jetzt natürlich gleich noch nach dem ich diese gezeigt habe, auf die ganzen Möbel und Deko-Gegenstände ein. Also ich zeige alles mehr oder weniger einzeln, damit ihr wisst, was es insgesamt gibt. Ich finde, ich habe leider nicht nachgezählt, aber es waren knapp, ich glaube, dreimal runterscrollen oder so. Also ihr wisst ja mal so, wie lang so eine Leiste ungefähr ist. Also es waren eigentlich recht viele Gegenstände. Mehr als natürlich bisher in den ganzen Accessoire-Packs. Und ich finde sie auch wirklich toll. Also die Türen und die Fenster, ja, also die passen halt auch wieder so zu dem Wellness-Thema. Was ich ganz toll finde, sind die verschiedenen Wandbelege und die Bodenbelege, denn die haben irgendwie so eine ganz tolle Farbschattierung auch unter anderem. Vor allem die da eben ganz links war, die sah krass aus. Und ja, ich fange an mit dem Licht und gehe direkt weiter in die Küche. Ich fand es ein bisschen schade, dass es halt nicht so viele Deko-Gegenstände für die Küche gab. Da hätte ich mir vielleicht noch so eine neue Mikrowelle oder sowas oder vielleicht irgendwas Cooles, Mixermäßiges gewünscht, so Sportthema entsprechend. Ansonsten sind die Möbel auch relativ schlicht gehalten. Also das sind auch so spezielle Sitzmöbel einfach und Barhocker. Diese runden Ausschnitte da bei den Tischen, das ist halt, ja, weiß ich nicht, soll vielleicht das positive Chi, Cheng, Chong. Auf jeden Fall, es soll ein gutes Chakra vermitteln. Die Spiegel finde ich ganz große Klasse, denn die leuchten. Ich mag leuchtende Spiegel irgendwie. Und die neue Badewanne dort links, die müsst ihr euch unbedingt merken, denn da könnt ihr ganz, ganz tolle neue Interaktionen mit ausführen. Und das hier ist mein absoluter Lieblingsraum, beziehungsweise meine Lieblingsgegenstände jetzt in dem ganzen Spiel. Denn das sind so sehr wunderschön angehauchte chinesische, asiatische Kunstgegenstände, Kunstdekoobjekte. Und die sind so mega toll. Das sieht wirklich einfach klasse aus. Also das ist wirklich hier, also was die Dekogegenstände angeht, habe ich mich tatsächlich in dieses Gameplay-Pack verliebt. Also es ist wirklich wunderbar, so mit Lotusblüte und so Steinchen aufeinander zu so einem kleinen,
Zen-Brunnen in Anführungsstrichen. Also ist wirklich ganz große Klasse. Erinnert mich auch sehr stark an damals Sims 3 und Sims 2, wo man ja auch entsprechend reisen konnte und dann solche Deko-Gegenstände auch immer wieder gefunden hat. Und ja, überall mit so Blüten auch, das wirkt irgendwie voll schön und mit diesen Zeichen immer mal wieder. So, und jetzt zeige ich hier gerade, just in diesem Moment, die neuen Wellnessgeräte. Das sind unter anderem der Massagetisch und Stuhl, aber auch diese kleinen Höckerchen, wo man sich raufsetzen kann und die Yogamatte und natürlich aber auch die bringen zwar nichts für die Wellnessfähigkeit, aber für den Komfort und zwar wunderschöne Saunen. Ja, ansonsten gibt es noch so Einzelgegenstände, es gibt einen Zaun, es gibt einen riesigen Monolith, keine Ahnung, was der bewirken soll, aber das ist für mich auch Highlight pur, diese Wasserfallfenster in Anführungsstrichen. Da gibt es zwei Varianten. Einmal welche, die im Pool stehen können. Alles, was jetzt da im Pool zu sehen ist, ist auch neu. Und dann, wie gesagt, die eigenständig stehen. So, und jetzt präsentiere ich euch die neue Musikrichtung New Age. Ich habe das jetzt mal ein bisschen länger laufen lassen, einfach weil ich die New Age Musikrichtung tatsächlich wunder toll finde. Also ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich finde die so unglaublich passend und das ist wirklich einschläfernd teilweise, also wirklich richtig meditativ entspannend. Und jetzt zeige ich euch hier die neuen Gemeinschaftsgrundstücke und wie ihr sehen könnt, befinden die sich jetzt alle in eurer Galerie unter meine Bibliothek. Dort könnt ihr wirklich alle Gemeinschaftsgrundstücke inzwischen finden und dann jeweils aufstellen, was ich ziemlich cool gemacht finde. Ich weiß jetzt nicht so ganz, ob das seit dem Patch ist oder ob das jetzt mit dem Gameplay-Pack kam, aber dieser kleine Aufbaumodus, sage ich mal, dieses wird gebaut, finde ich eigentlich ganz süß. Und ja, insgesamt gibt es 4 verschiedene Gemeinschafts-Wellness-Grundstücke und die haben alle verschiedene Schwerpunkte, sage ich mal. Es gibt zum Beispiel das Fitnessstudio, was dann noch ein paar Wellness-Attribute mit hat. Aber zum Beispiel eines dieser Wellness-Grundstücke ist eher ausgelegt auf Yoga, das andere auf Wellness und Meditation. Und das hier, das ich euch jetzt zeige, das man direkt am Anfang aufstellen konnte, das ist so ein Mix aus allem. Das ist so, ja, das ist Meditation, das ist Yoga, das ist Massage, also wirklich Wellness. Und weil ich euch das hier so ein bisschen sonst schlecht rüberbringen könnte, meine ganzen Gedanken und Gefühle, habe ich mit euch jetzt hier so eine kleine virtuelle Rundtour gemacht, damit ihr einfach mal seht, wie so ein Ding von innen aussieht. Denn ich finde wirklich, dass die sehr, sehr geil ausschauen, die Dinger. Also ich bin ja sonst nicht immer so ein, wow, oh mein Gott, ein Gemeinschaftsgrundstück. Aber ich finde, gerade bei diesen Wellnessgrundstücken hier haben die Entwickler sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Also ich feiere diese Grundstücke total, weil ich die super liebevoll und sehr passend eingerichtet finde. Das ist wirklich, also selbst ich würde jetzt in den PC reinspringen und mich da zum Meditieren niederlassen. Also das sieht einfach richtig bombastisch aus und deswegen wollte ich euch das jetzt hier mit so einer kleinen Rundtour einfach mal zeigen, wie eines dieser Gemeinschaftsgrundstücke einfach mal von innen ausschaut. Also ich finde, das ist wirklich hier total Liebe zum Detail. Es macht Spaß, hier drin tatsächlich so einen Wellness-Tag zu verbringen, sich das anzugucken. Das sind so die Spinte, die neuen, die es gibt. Da könnt ihr euch dann umziehen, da könnt ihr euer Outfit ändern, da könnt ihr dann Bademantel anziehen und so
so weiter und so fort, aber darauf gehe ich auch gleich nochmal näher ein. Und ja, auch die Yogamatte ist dort drin verstaut, also das, ich weiß gar nicht, wieso der da aufsteht, aber das, ich glaube nicht, dass man das so selbst hinbekommt, dass der Schrank eine offene Tür hat, aber egal. Wir gehen jetzt mal hoch in den zweiten Stock und schauen, was es dort so gibt. Und das fand ich auch ganz, ganz cool. Also es gibt hier verschiedene Räume und wir linsen mal in jeden von den Reihen, denn dort findet zum Beispiel gerade ein Yogakurs statt. Total genial. Hier haben wir so einen kleinen Entspannungsraum mit den neuen Badewannen, wo ihr tatsächlich Schlammbäder und Aromabäder und all sowas nehmen könnt. Das ist auch ganz große Klasse. Also wie ihr vielleicht schon an meinem Enthusiasmus hören könnt, mag ich dieses Gameplay-Pack doch bisher wirklich sehr. Denn mir gefällt das Grundstück, mir gefällt die Idee mit dem Yoga, mit der Meditation, mir gefallen die Gegenstände und so weiter und so fort. Also es ist alles irgendwie in sich stimmig und das schaut einfach mega cool aus. So, dort wird zum Beispiel gerade eine unserer Simmen, das ist Summer, aber die Alte wird zum Beispiel gerade die Hände massiert. Hier befindet sich so ein separater Raum für die Massagen. Aber auch dort hinten kann man sich massieren lassen. Und dann mit dieser Trennwand, das sieht so genial aus mit diesem Wasserfall. Muss wirklich sagen, bin totaler Fan von dieser Wasserfall-Trennwand. Also ich weiß schon, dass ich die überall in meinem Haus verbauen werde. Und ich freue mich darauf auch wirklich. Was wir jetzt hier nicht sehen können, hinter mir gerade war noch ein Zimmerchen. Und da befindet sich dann die Sauna drin. Also keine Sorge, Sauna ist auch mit dabei. Sind 2 Etagen, ist ein super tolles Gebäude. Aber jetzt möchte ich natürlich zum richtigen Gameplay-Inhalt kommen. Und zwar die Wellness-Fähigkeit, die neue. Die schließt ein Yoga, Massagen und Meditation und vieles mehr. Und dementsprechend fangen wir mal mit dem Schwierigsten an. Ich habe in meinem Leben noch nie Yoga gemacht. Dementsprechend kann ich auch überhaupt nicht beurteilen, ob es diese ganzen Sachen, die dort vorgeführt werden, wirklich gibt. Ich weiß, dass es einen Sonnengruß gibt. Von dem Opfer habe ich jetzt persönlich noch nie was gehört. Aber hey, wird es bestimmt geben. Aber Yoga ist wirklich mega entspannt, habe ich mir sagen lassen. Ich wollte es auch immer mal ausprobieren. Und es soll auch wirklich super toll sein gegen Kopfschmerzen, die ich ja aktuell zum Beispiel wieder habe. Dementsprechend, ich glaube, Sims spornt mich gerade an, Yoga machen zu gehen. So, was richtig toll ist, du kannst deinen Sim natürlich Yoga-Übungen, also du kannst einfach nur Yoga üben. Du kannst ihn aber auch bestimmte Übungen ausführen lassen, wo er dann verschiedene, also bestimmte Optionen kannst du einfach mit ihm machen, bestimmte Zirkel, sag ich mal, für sein Gehirn und für seine Ausdauer und so ein Quatsch. Und dann macht er selbstständig so ein paar Übungen und übt sich halt nach und nach darin und steigert währenddessen seine Wellnessfähigkeit. Wenn du darauf zum Beispiel gar keine Lust hast, kannst du auch beim Yogakurs mitmachen. Das kostet, lass mich lügen, 100 Simoleons, glaube ich, und findet, keine Ahnung, in welchem Zeitabstand, ich glaube alle 4 Stunden oder so, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall, es findet immer mal wieder ein Yogakurs statt mit verschiedenen Yogalehrern und daran kann dein Sim dann teilhaben, musst du gar nichts machen, kannst ihm einfach nur zugucken, ganz entspannt, die ganzen Übungen macht er von alleine. Wäre cool gewesen, wenn wir die Übungen hätten noch so ein bisschen mitmachen können, so als kleines Spielchen für zwischendurch, aber auch so finde ich das super entspannt, dabei zuzuschauen und je nachdem, wie gut du mit der Wellness Fähigkeit bist, schaffst du die Übung leichter oder weniger leicht. Also die Übungen sind halt schwerer, weniger schwer, je nachdem wie gut du bist und du lernst natürlich immer neue Bewegungen und Übungen, umso weiter du in der Wellnessfähigkeit aufsteigst. Und selbst uns Trainerin kann das nicht. Wir legen uns auf die Mütze, aber selbst sie kann das nicht. So, und das ist aber nicht alles. Wenn du dann, wie ich hier gesagt habe, auch wirklich nach und nach deine Yoga-Fähigkeit, also deine Wellness-Fähigkeit ist ja nur die eine Fähigkeit, perfektionierst, kannst du dann so komplizierte Figuren machen, wie diese dort oder der Kämpfer, glaube ich, heißt es. Und das andere hieß irgendwas mit Dance, glaube ich. Also ich habe wirklich keinen Plan von Yoga, aber es sieht interessant aus. Es sieht auch ein bisschen schwer aus, um ehrlich zu sein. Ich wüsste nicht, ob ich das hinbekomme. Aber ist super gut für die Bewegung und für den Bewegungsapparat. Dementsprechend, ja. So, und neben Yoga gibt es natürlich noch die Meditation. Und die ist sehr, sehr toll, denn ihr setzt euch einfach hin, levelt währenddessen die Wellnessfähigkeit, die ich jetzt hier nochmal eingeblendet habe.
Da geht es dann halt um die Yoga-Haltungen. Ihr könnt auch noch verschiedene Massagen geben und ihr könnt aber auch Rezepte erstellen. Und wenn ihr dann sehr weit gekommen seid und mit euch im Einklang seid, könnt ihr tatsächlich, sobald ihr meditieren geht, auch tatsächlich wieder in den Schwebezustand kommen. Aber nicht nur das, ihr könnt euch nämlich auch wieder teleportieren. Ganz im Stil von The Sims 2 und ich glaube auch The Sims 3, ne, Kampfkunstfähigkeit damals. Aber mir schwebt jetzt gerade The Sims 2 eher vor. Und das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Und das sieht auch ziemlich geil aus. Also das muss ich mal hier sagen, das ist verdammt cool. So, wenn ihr dann nach diesem anstrengenden Yoga-Training und nach der Meditation einfach mal fertig mit der Welt seid, dann könnt ihr euch einfach an eurem Schränkchen umziehen, könnt euch dann entweder einen flauschigen Bademantel anziehen oder einfach ein Handtuch und könnt dann auch in der Sauna entspannen gehen. Leider muss ich an dieser Stelle sagen, gibt es keinen Aufguss für die Sauna. Das hätte ich mir so gewünscht, auch nochmal einen speziellen Aufguss mit Kräutern oder mit auch wieder Aromatherapien oder so. Das wäre so genial gewesen, aber ihr könnt leider nur in Anführungsstrichen entspannen beziehungsweise euch mit anderen Sims unterhalten. Auch Kinder können in die Sauna. Ihr könnt euch da drin kuscheln, küssen und all so ein Krams. Und ihr könnt aber auch anders entspannen, indem ihr zum Beispiel die neue Badewanne nutzt und dort zum Beispiel entweder ein Badesalz macht oder ihr packt euch direkt ein Schlammbad. Und ich finde, das sieht eigentlich ziemlich cool aus, wie wir jetzt hier gerade an dieser Stelle sehen können. Batsch! Schon sind die Gürkchen auf den Augen und hat man so eine lustige Schlammmaske dazu. Ich hatte sowas noch nie, ich will sowas auch mal haben. Und ja, man genießt dann einfach den Schlamm, die wohltuende Wirkung und das soll ja überhaupt das Schönheitsrezept Number One sein. Dementsprechend lässt jetzt gerade meine Stimme nach, verdammte Axt, aber egal. So, und auch wenn euch das noch nicht entspannt habt, habe ich jetzt hier die ultimative und hoffentlich letzte Lösung, womit ihr dann hoffentlich mal entspannt werdet. Und zwar könnt ihr euch wunderschöne Massagen verpassen lassen. Egal ob eine Rückenmassage oder eine Hand- und Fußmassage, euren Sim wird es danach prächtig gehen. Allgemein haben diese ganzen Sachen hier in diesem Wellness-Pack tolle Auswirkungen auf eure Stimmungen. Also eure Sims gehen dann immer in so eine Hochstimmung. Also egal, welche Aromatherapien ihr nutzt, welche Badesalze, ob ihr an den Händen oder an den Füßen massiert werdet oder ob ihr mal richtig mit so einer Hot-Stone-Massage durchgeknetet werdet. Es ist völlig wurscht. Euer Sim ist wirklich happy danach. Ist wie so auf Droge, einfach so voll, alles ist schön. Keine Drogen nehmen, liebe Kinder. Nee, aber auf jeden Fall, ich finde, das ist auch super mit anzusehen einfach. Es macht riesigen Spaß, den Sims dabei zuzugucken. Und ich finde, das ist super nach so einem stressigen Alltag, wenn man mal dann bei Andi Arbeit, bei so einer Traumkarriere den ganzen Tag war und dann einfach sich in dem Wellnessstudio so ein bisschen entspannen kann. Ja, ihr könnt euch von, also das Traurige ist leider, ihr könnt keinen Job selbst in den Wellnesscentern annehmen. Also es gibt keine Möglichkeit, einen neuen Job zu erlangen. Also es geht einfach nicht leider. Ihr könnt nicht dort als NPC arbeiten. Die NPCs spawnen dann einfach random und arbeiten dann dort für dieses Center. Und das fand ich ein bisschen schade, dass man da nicht irgendwie Wellness-Experte oder so werden konnte. Aber gut. Ja, es gibt dann auch noch eine schwedische Massage, Hot Stone, Tiefenmassage und es gibt aber auch noch eine ganz spezielle Massage. Ihr könnt euch nämlich inzwischen, indem ihr auf das Telefon klickt und den Service engagiert, eine Masseurin ins Haus holen oder einen Masseur. Ich weiß gar nicht, ob das abhängig ist, ob Männchen oder Weibchen. Ihr müsst dafür nur so einen Massagetisch haben und dort könnt ihr zum Beispiel auch so eine Fruchtbarkeitsmassage tatsächlich durchführen. Das erhöht eure Chance auf Zwillinge und Drillinge, wenn mich nicht alles täuscht. Also wenn ihr so eine Fruchtbarkeitsmassage habt und in der Zeit, wo dann diese Stimmung dazu läuft, ein Techtelmechtel habt und ein Baby macht, dann habt ihr auf jeden Fall die Chance, dort Zwillinge oder Drillinge zu bekommen. Ihr könnt natürlich auch Wellnessbücher kaufen, wenn ihr keine Lust habt, das Ganze durch Yoga, Meditation oder sonst was irgendwie zu leveln und könnt das natürlich auch ganz normal lesen, so wie wir das eigentlich auch sonst von allen anderen Fähigkeiten kennen. So, und meine Sim-Dame, die darf jetzt mal kurz abschalten, denn jetzt geht es an die neuen Speisen, Getränke und nützliche Haushaltsgegenstände. Ich wusste nicht, wie ich das sonst zusammenfassen sollte.
Je nachdem, wie weit ihr mit eurer Wellnessfähigkeit seid, könnt ihr verschiedene Sachen zubereiten. Da gibt es unter anderem einen leckeren Kuchen, den ihr machen könnt. Ihr könnt aber auch einen mega super tollen Salat zaubern. Oder ihr geht an die Bar und mixt euch eine Fruchtbrause, die prickelt in meinen Bauch. Oh, die Werbung ist so kacke. Aber ihr könnt euch auch neuen Tee machen, so einen Zitronen-Honig-Ingwer-Entgiftungstee und könnt auch dann mit euren Sims darüber reden, also über die ganzen, ja, tollen neuen Methoden. Das Aquarium leider hat so keine Wirkung, denn da könnt ihr nur Fische reinsetzen und die anschauen. Das neue Räucherwerk gibt auch wieder verschiedene Düfte, die eure Stimmungen beeinflussen und den Dampf könnt ihr dann auch einatmen, müsst aber aufpassen, denn wenn ihr zu viel davon einatmet, zu viel schnüffelt, könnte da ein Funken entstehen und es könnte in Flammen aufgehen. Deswegen Vorsicht! So, und als letztes das neue Techtelmechte und die neue Todesart. Das gibt's natürlich auch noch. Ihr könnt mit steigender Wellnessfähigkeit euch immer weiter über die ganzen Wellness-Sachen unterhalten. Ihr könnt irgendwelche Kuren empfehlen und Entspannungsmethoden und irgendwas zur Entgiftung und Entschlackung und so weiter und so fort. Aber ihr könnt auch in der Sauna, die es hier gibt, ein Techtelmechte machen. Übrigens, für die Sauna, falls das jetzt noch nicht klar wurde, die müsst ihr immer drinnen aufstellen. Die könnt ihr leider nicht draußen in den Garten aufstellen. Die braucht immer 4 Wände. Beziehungsweise die braucht halt Wände und ein Dach, glaube ich, immer in jedem Falle. Fand ich ein bisschen schade, denn so eine Draußensauna wäre auch ganz cool gewesen. Aber gut, müssen wir einfach mit umgehen. Dann geht man halt einfach raus in ein kleines Hütchen. Was ich ziemlich cool hier an dem Techtelmechte fand, das seht ihr jetzt, diese kleine Gewitterwolke da oben, wo es dann wirklich so runterblitzt auf einmal. Ja, und ja, das war dann ein aufregendes Techtelmechte in der Sauna. Aber ihr dürft nicht zu lang in der Sauna verweilen, denn wenn ihr Pech habt, könnt ihr an einer neuen Todesart sterben. Und das ist Tod durch Hitzschlag. Ja, ich muss wirklich sagen, der Tod durch Hitzschlag geht verdammt schnell. Also mal ein paar Minütchen, na gut, Minütchen ist relativ, mal ein paar Stündchen nicht auf dem Zimmer aufgepasst. Schon sitzt er dann in der Sauna und stirbt dann daran, weil es ihm zu heiß ist. Dementsprechend schön auf euren Zimmer aufpassen, dann wird doch schon nichts passieren. Und das, meine lieben Freunde, war jetzt mein erster Eindrücke-Video zum neuen Gameplay-Pack Wellness-Tag. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und ich würde mich dementsprechend über eine Bewertung freuen. Ich würde mich auch ganz, ganz doll über eure Kommentare freuen. Findet ihr den Preis für 20 Euro angemessen? Ja, nein. Würdet ihr es euch kaufen? Wie findet ihr es allgemein? Ja, es gibt keine Liegestühle, ich weiß. Das kritisiere ich auch immer noch sehr, sehr stark. Aber nun gut, ich finde das auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Mir gefällt das Gameplay-Pack unheimlich gut. Also ich mag die New-Age-Musik unglaublich gerne. Ich finde die Yoga-Meditation, allgemein die Wellness-Fähigkeit finde ich total toll. Ich finde die Gemeinschaftsgrundstücke richtig bombastisch. Die Meditation und die darauf folgende Teleportation finde ich super genial. Das Einzige, was ich ein bisschen wenig finde, sind tatsächlich die Klamotten. Die finde ich passend zum Thema und ich liebe auch, dass es Sportklamotten neue gibt. Aber so rundum sind es halt doch weniger Klamotten. Hier wurde wirklich viel, viel mehr Wert auf die wunderbaren Deko-Gegenstände und Möbel gelegt. Also Deko-Gegenstände kann ich wärmstens empfehlen. Im asiatischen Stil, wer darauf steht, der wird da auf jeden Fall Spaß dran haben. Und ja, auf das allgemeine Gameplay halt. Und dementsprechend, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Mir hat es bis hierhin sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auch auf die kommenden Tage im Let's Play dazu. Und ja, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle, wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage ciao.